So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein eigentlich erfreuliches Thema mit ein klein bisschen Skepsis noch dahinter. Erstens, ob das funktioniert auf Dauer, ist halt wieder so, ja, ein bisschen günstigeres Laden, ne? Und zwar gibt es eine neue Ladeflatrate. Ihr kennt sicher noch Juicer, ihr kennt sicher noch Elva, das waren ja die zwei berühmtesten Ladeflatrates, die dann aber doch aus meiner Sicht zumindest, das ist aber wie gesagt meine ganz persönliche Sicht, doch eher kläglich gescheitert sind an ihren zu hohen Ansprüchen, würde ich mal sagen, denn sie wollten einfach das Laden einfach machen. Das ist ein sehr ehrenwertes Vorhaben. Man sollte eine Flatrate haben, einen Pauschalbetrag im Monat und dann kann man halt laden, so viel man will, wann man will, wo man will, ohne irgendwelche Blockiergebühren und ohne irgendwelche Begrenzungen. Problem ist halt, die Leute haben das, dadurch, dass das auch monatlich kündbar war, dann eben nur benutzt, wenn sie eine Langstrecke gefahren sind. Dadurch haben sie günstig geladen, was Elva und auch Juicer, glaube ich, dann den Rest gegeben haben. Okay, aber das ist wie gesagt meine ganz persönliche Meinung und Beurteilung. Das kann total anders gewesen sein, ja? Also, ja, nagelt mich da nicht fest, aber ich denke mal, so wird es gewesen sein. Es klingt auch irgendwie ziemlich logisch. Und deswegen, aber wir schauen uns mal an. Die neue Ladeflat, was ist das? Wie sieht sie aus? Lohnt sie sich? Und ja, was ist meine Meinung dazu? So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr könnt sehen, hier ist die Ladeflat und zwar heißt die Seite flatcharge.net. .net, ja, gut. Kann man machen. Ist jetzt nicht irgendwie .tgo oder was weiß ich was. Also ist schon auf jeden Fall seriös erstmal von der Internetseite. Dann grenzenloses E-Auto-Laden für 79 Euro im Monat. Also früher waren das, glaube ich, 49 Euro bei den ersten Flats. Das ist hier schon mal ein bisschen teurer. Aber natürlich, wenn das wirklich so ist, dass ihr mit 79 Euro ohne Limit, ohne versteckte Kosten, ohne vor allem auch Strafgebühren, ja? Also wenn ihr nachts irgendwo euer Auto an die Ladesäule stellt, bekommt ihr keine Strafgebühren, sondern geht halt morgens einfach zur Arbeit, nimmt das Auto wieder mit. Ja, ist wieder zweifelhaft. Da kann man wieder der Meinung sein, es ist gut, weil dann kann man halt wirklich das abends abstellen, holt es morgens wieder ab. Andererseits können da natürlich Leute vorbeikommen, euer Auto ist schon voll und sie können da nicht laden. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, ne? Wobei ich trotzdem der Befürworter bin, keine Strafgebühren, zumindest nachts, ja, zu kassieren. Also, es soll angeblich über 400.000 Ladepunkte, wäre ein bisschen wenig, dann könnten wir das Ganze gleich beenden. 400.000 Ladepunkte geben, stetiger Ausbau. Gut, das macht natürlich nicht flatcharge.net, sondern den Ausbau machen dann doch die anderen, die nämlich die Ladesäulen aufstellen. Das Ganze europaweit, monatlicher Festpreis, hier steht es nochmal, keine versteckten Kosten, keine nächtlichen Blockiergebühren und auch wieder monatlich kündbar. Das macht es natürlich interessant. Das gibt aber ein paar Haken oder so ein paar kleine Dinge, die einen so ein bisschen zweifeln lassen. Ja? Was gut ist, ist hier eine Geld-Zurück-Garantie. Geld-Zurück-Garantie bedeutet ja, okay, ihr nehmt jetzt diesen Tarif und ihr habt jetzt fünf Ladesäulen in eurer Nähe und keine würde damit funktionieren, obwohl das vielleicht ja, auf der Karte halt verzeichnet ist, dass es funktioniert. Denn hier wird ja gesagt, wenn man hier unten mal schaut, gibt es eine Flat Charge App, die gibt es nämlich nicht. Aber da wird ja gesagt, dass zum Beispiel hier chargefinder.com, wir können ja mal draufklicken, da können wir mal eingeben, Hamburg zum Beispiel, ist ja egal, spielt keine Rolle, Hamburg, genau, Deutschland. Da sind natürlich Ladesäulen eingezeichnet und aus meiner Sicht ist es so, da wird gesagt, es gibt keine es gibt keine App für eine Flat, aber schaut bitte mal hier und die Ladesäulen, die da eingezeichnet sind, die funktionieren. Natürlich gibt es in den AGBs natürlich wieder was Kleingedrucktes, wo steht, ja, das ist nicht, nur weil du die Karte hast, muss jetzt nicht jede Ladesäule funktionieren. Das ist ja klar, damit sichern die sich ab. Ist erstmal nicht so schlimm, wenn denn die Ladesäulen funktionieren würden. Das wissen wir ja nicht. Aber es gibt eine Geld-Zurück-Garantie, das heißt, du kannst auch sagen, hey, pass auf,
Ich habe das genommen, aber das funktioniert alles nicht und ich möchte mein Geld zurück. Das wirst du dann sicherlich bekommen. Also gehe ich jetzt erstmal von aus. Also, der Tarif hat so ein paar Fallstricke. Es gibt halt nur eine Karte, die muss man sich bestellen. Ich finde das ein bisschen unglücklich, weil besser wäre, die hätten eine App und in der App könnte man sehen, welche Ladesäulen sind dann da verfügbar. Man könnte die da auch vielleicht freischalten. Ja, gut. Es gibt auch so ein bisschen, ja, das Problem, dass man halt nicht weiß, wie lange besteht dieser Tarif. Aber gut, das sehe ich jetzt noch als relativ, ja, überschaubar, das Risiko. Hier kannst du dich benachrichtigen lassen. Bald wieder da. Wir befinden uns noch in der Testphase. Also, ihr seht schon, das Ganze ist noch nicht frei zugänglich. Du kannst jetzt also nicht, wenn du dieses Video gesehen hast, auf die Seite von flatcharge.net gehen, kannst du eine Karte bestellen. Wie ihr seht, befinden wir uns noch in der Testphase, da ist unser Angebot zurzeit stark limitiert. Das ist klar, die wollen jetzt nicht voll reingehen und da irgendwie 100.000 Karten verschicken, 500.000 Karten verschicken und dann plötzlich können sie das Ganze nicht mehr anbieten und sitzen da auf dem Haufen von Schulden, so wie das den anderen wahrscheinlich ergangen ist. Launch im September 2023, wieder auf, achso, was steht da? Achso. Schau doch bald für unseren offiziellen Launch im September wieder vorbei. Ja gut, wir haben September. Ich bin da. Also, ja, ihr seht, aber gebt dem Ganzen eine Chance. Ich finde, dass das Ganze auf jeden Fall klappen könnte, weil 79 € ist schon relativ viel. Das heißt, das wird man nur benutzen, wenn man sehr viel lädt. Und was ich hier noch nicht draus gesehen habe, ist, ob man nicht vielleicht, wenn man zwei Autos hat, auch beide damit beladen kann. Somit würde das Ganze dann ja unter 40 € kosten im Monat pro Auto. Das steht hier nicht. Das habe ich zumindest nicht gefunden. Wenn ihr es findet, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe das irgendwie nicht gefunden. Ja, aber wie gesagt, was haltet ihr davon? Eine neue Ladeflatrate ist auf dem Markt, ist noch so ein bisschen in der Testphase. Glaubt ihr, dass das Bestand haben wird? Werdet ihr sowas mal wieder nutzen, wenn es denn frei verfügbar ist? Und glaubt ihr, dass das Ganze auch Bestand haben wird? Weil die Strompreisschwankungen sind ja doch relativ hoch und kann man da wirklich auf Nummer sicher gehen, dass das Ganze dann auch länger Bestand hat und man sich nicht wieder irgendeine Ladekarte für 10 €, glaube ich, kostet die, bestellt hat und die liegt dann wieder rum, ne? Also das ist ja auch. Das ist ja auch immer so eine Sache. Wir klicken nochmal hier auf, warum seid ihr so günstig? Ganz einfach, wir sind neu und wollen auf uns aufmerksam machen. Also das Ganze wird also auch wieder nach oben steigen im Preis. Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Privatkunden, das ist klar. Sonst kannst du halt keine Gewerbeautos damit laden. Da wird niemals eine Flatrate Bestand haben. Gut. Das soll es gewesen sein von meinem Video. Ja, ich wäre froh, ihr würdet in den Kommentaren mal wieder einen kleinen Austausch suchen zu diesem Thema. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Die interessiert mich sehr. Ich bin noch sehr skeptisch. Habe auch im Moment keinen Bedarf, das zu nutzen, weil ich habe noch Elli kurzzeitig jetzt für die Fahrt in die Schweiz. Danach fahre ich erstmal nicht weg. Und habe hier zu Hause auch Möglichkeiten zu laden für relativ günstiges Geld. Und deswegen habe ich im Moment keinen Bedarf, aber ich finde es interessant, ich finde es gut, dass eine Ladeflatrate kommt. Ich bin gespannt, wie sich der Preis dann ein bisschen weiter nach oben einpendelt. Lohnt sich das vielleicht mal für eine weite Fahrt zu buchen? Es ist ja schon sehr bequem, so eine Flat, brauchst nicht überlegen. Nimmst du mal die gleiche Karte und dann kannst du überall laden, egal ob Ionity oder Aral Pulse oder wie auch immer sie heißen. Also, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Ciao.